Jetzt geben wir den Hauptvordruck GW1 einmal komplett durch. Das Schöne ist hier, ich habe eine Übersicht, diese 8 Schritte muss ich durchgehen. Das heißt, der Boden besteht aus diesen entsprechenden 8 Unterteilen. Wir fangen an mit Punkt 1 und beginnen mit der nächsten Seite. Grund der Feststellung, hier kannst du angeben, welchen Grund du dazu hast. Es ist hier die Hauptfeststellung, aber eventuell hast du auch vielleicht eine Nachfeststellung. Das heißt, vielleicht hast du einen Fehler gemacht, vielleicht hast du eine Angabe, die korrigiert werden möchte. Kurzer Hinweis, diese Fragezeichen, wenn du da draufklickst, da kommen immer Hilfen dazu. Die sind teilweise, wie jetzt auch hier siehst, mega ausführlich und sehr, sehr gut und sehr genau. Teilweise auch nicht ganz so gut, aber wenn du an der Stelle nicht weiterkommst oder vielleicht das genau wissen möchtest, wir kommen nicht gleich zu ein, zwei speziellen Fragen, die wirklich sehr gut bedacht beantwortet werden müssen. Dann kannst du auf jeden Fall die Hilfe immer mit dem Fragezeichen aufrufen. Finde ich sehr, sehr gut. Also ist teilweise echt mega gut gemacht. Ich kann immer nur sagen, vieles ist sehr gut umgesetzt. Kann man echt nur nicht anders sagen. Also das heißt, Grund der Feststellung gehen wir halt an, ob es eine Hauptfeststellung ist, also die Abgabe, oder ob wir was eine Nachfassung oder Nachfeststellung ergeben. In dem Fall ist es die erste Erfassung. Das heißt, wir bleiben im Punkt. Art der wirtschaftlichen Einheit. Auch hier, wenn du unsicher bist, machst du einfach ein Fragezeichen. Es ist so, das ist halt dieses Finanzamtdeutsch, juristisches Deutsch gemischt mit Finanzamtdeutsch. Das ist halt nicht immer selbsterklärend. Aber in dem Fall haben wir ein bebautes Grundstück. Unbebautes Grundstück wäre dementsprechend ein Stück Land, vielleicht Baufläche, baureifes Land oder halt noch nicht. Es gibt da noch diesen Punkt mit der Land- und Forstwirtschaft, auf den gehen wir gar nicht ein. Das heißt, in dem Fall geht es um ein bebautes Grundstück und wir gehen zur Frage Nummer 2. Jetzt möchte wer wissen, oder müssen wir angeben, die Lage des Grundstücks, wo es sich befindet. So, Straße. In dem Fall ist das hier, kennt ihr schon, es ist hier super wichtig, dass man hier exakte Beschreibung bzw. exakte Felder ausfüllt. Ich bin mal gewohnt, Straße, Leerzeichen, Hausnummer zu schreiben, aber hier ist es so erwartet, dass du hier oben nur Straße schreibst, dann im Feld 1, in diesem Feld 25, die Hausnummer, im 26 den Zusatz und 31, was auch immer, ist Zusatzangaben. So, Postleitzahlort ist selbsterklärend. Das Grundstück betrifft jetzt auf mehrere Gemeinden. Das wäre dann quasi, wenn du ein Grundstück hast, was sowohl in Stadt 1 wie auch Stadt 2 dementsprechend sich überlappt. Ist in dem Fall nicht, ist also daher ziemlich einfach. Häkchen wird nicht gesetzt. Als nächstes brauche ich die Gemarkung und das Flurstück. Ich kann hier einfach, also der sagt ja, ich habe keine Einträge, ich muss es hinzufügen. Wo kriegst du Informationen her? Aus dem Schreiben. Ich hole mal das Schreiben hinzu. Und zwar, bei dem Schreiben gibt es hinten eine Tabelle. Und das ist die, die wir jetzt genau brauchen. Wie du hier siehst, gibt es hier nämlich das Thema Gemarkung. Steht hier Frillendorf. Kopiere ich mir schon mal. So. Gemarkung, schiebe ich zur Seite, ist Frillendorf. Dann brauche ich, habe ich jetzt nicht aufgepasst, das Grundbuchblatt. So, das Blatt ist da. Ich mache das Fenster ein bisschen schmaler, dann kann ich ja vielleicht beide bearbeiten. So, Blatt kopiere ich wieder. Flur. Ich kopiere alles. STRG C und STRG V. Dann habe ich immer den Vorteil, dass ich nicht abtippen kann oder vertippen kann. Flurstückzähler ist das nächste, was abgefragt wird. Ah, da kommt schon ein Fehler. Das heißt auch total cool hier. Während der Eingabe werden schon die Angaben geprüft. Der sagt, es sind nur Werte ohne führende Nullen erlaubt. Das heißt, Flur 015 mag er gar nicht. Der möchte mich Flur 15 haben. Und das heißt, auch hier wird auch das Grundbuchblatt ohne Führungsnull gebraucht. So, Flurstück, habe ich das gerade kopiert? Ich glaube schon. Wenn nicht, mache ich es nochmal. Nehme ich auch raus. So, Nenner, falls vorhanden. Drei Nullen heißt nicht vorhanden. Das heißt, den gibt es nicht. Fläche in Quadratmetern. Die ist ohne Null.
Okay, so das waren erstmal die Werte. Hier den Bodenrichtwert brauche ich gleich noch. Jetzt kommt eine spannende Frage. Da sind auch einige mal dran gestolpert, ist aber gar nicht so kompliziert. Zur wirtschaftlichen Einheit gehören Anteile, Zähler und Nenner. Auch hier wieder ein Fragezeichen. Was bedeutet das? Im Prinzip sind es die MEAs, die Miteigentumsanteile. Diese findest du in der Regel in der Teilungserklärung. Achtung darauf, Teilungserklärung. Es gibt oft mehrere Versionen, oder nein, es gibt oft eine Hauptversion und oft gibt es dann noch ein paar Nachträge. Zum Beispiel wurde später Dachgeschoss ausgebaut, es wurden Teile zusammengelegt, es wurden Wohnungen auseinandergemacht, es wurden vielleicht Stellplätze umgewiesen und so weiter. Das heißt, es ist oft so, dass man eine Hauptteilungserklärung hat und mehrere Nachträge hat. Achte darauf, dass du dementsprechend die letzte Version davon hast. Ich hole jetzt mal in dem Fall die Teilungserklärung mal raus und guck mal an, was wir für Anteile hier haben. Ich habe jetzt die Werte nachgeschaut. Ich habe hier 237,49 Zehntausendstel. Das sind auch oft Tausendstel, Zehntausendstel, Hunderttausendstel, wir haben auch schon Gemeinschaft gehabt, Millionstel. Also das sind immer die Anteile. Die findest du, Teilungserklärung ist immer sehr gut. Achte darauf, dass du den letzten Nachtrag dazu mit berücksichtigt hast oder alle Nachträge berücksichtigt hast, inklusive den letzten. Einfacher Trick auch noch ist die letzte Abrechnung oder allgemeine Abrechnung oder ein aktueller Wirtschaftsplan oder ein allgemeiner Wirtschaftsplan. Da hast du auch in der Regel mehrere Rechnungspositionen, die nach Anteilen, nach MEAs, also nach Miteigentumsanteilen, aufgeteilt werden. Das heißt, dort ist der Schlüssel auch aufgelistet. Das ist auch ein guter Hinweis, wo man das finden kann. So, jetzt kommt die Frage. Erhalten in der Anlage Grundstück Zeile 4 angegebenen Grundstücks Teilgrundstücks. Was ist damit gemeint? Es kann sein, dass sich ein Objekt auf mehreren Grundstücken zum Beispiel aufteilt. Das heißt, hier musst du angeben, ob das so ist. In diesem Fall ist es nicht so. Warte mal, vielleicht können wir das einmal kurz nochmal optisch zeigen. Ne, das war es nicht. Tim Online. Ja, ja, alles akzeptieren natürlich. Tim Online. Wir können Tim Online einmal starten. Das ist das Geoportal. Wir fliegen mal die Liegenschaft an. Hat er auch schon gefunden. In diesem Fall, wenn man ein bisschen reinzoomt, dann sieht man noch ziemlich gut das Grundstück. Hier sieht man es, dass wir in dem Fall von dem Grundstück 256 sprechen. Warte mal, wir können das mal kurz abgleichen. Und zwar ist hier das Grundstück, oder hier, da haben wir es doch, Flurstückszähler ist 256. Jetzt könnte es sein, einige Liegenschaften haben das hier zum Beispiel getrennt. Das heißt, wurde später zugekauft oder aufgeteilt. Das kann durchaus der Fall sein. Hier ist es nicht der Fall. Wir können mal kurz gucken, ob in der Nachbarschaft direkt so etwas gibt. Nee, das gehört zusammen. Das sah aber erstmal aus, als wenn es die zwei getrennte Flurstücke wären. Nee, aber es gibt auf jeden Fall welche. Das heißt, prüf einfach mal, wie dein Grundstück oder wie dein Flurstück gestaltet ist. Und wenn das bei dir der Fall ist, müsstest du dementsprechend angeben, dass du halt mehrere Grundstücke hast. Hier ist es aber die erste Fläche und hier gilt nur der erste Bodenrichtwert. Bodenrichtwert ist gleich die nächste Frage, ist aber auch in der Tabelle angegeben. Jetzt haben wir aber erst einmal unter Punkt 3, die gemarkten Flurstücke haben wir jetzt erstmal erfasst. Wir haben die Gemarkung, Flurstück und die Fläche dabei. So, erstmal alles tutti, alles super, wir können weiter. Jetzt kommt es zu den Fragen des Eigentümers oder des Verhältnisses. Hier hast du halt die ganzen Optionen, wen das gehört. Ich kann dir als Tipp dazu geben, ich habe auch selber Immobilien privat, ich habe welche in der Gesellschaft, die Gesellschaft hat teilweise andere Namen, ich habe welche mit meiner Ehefrau, meine Frau hat welche auf ihren Namen nur. Das kann also unter Umständen vielleicht komplizierter werden. Ganz einfach, schau in diesen Brief rein, den du gekriegt hast, zur Erfassung.
an wen das adressiert ist. Dann weißt du, wer dort der Eigentümer ist. Dann brauchst du nicht die Grundbuchauszüge nochmal dir durchgucken, im Dateisystem rumwühlen, wie du es damals gekauft hast. Ist der einfachste Weg, dann weißt du direkt dementsprechend, wie es gehört. Hier in dem Fall ist es mein alleiniger Eigentum, das heißt Alleineigentum einer natürlichen Person. Hier gibt es doch, was üblich wäre, ist, sage ich mal, ist zum Beispiel Ehegatten und Lebenspartner, der Punkt 4. Das heißt also, wenn man zum Beispiel zusammengekauft hatte, Erbengemeinschaft ist auch ein klassischer, ne? Das heißt also, oder Bruchteilsgemeinschaft. Das sind so die üblichen Verdächtigen. Wenn du sonst Firmen hast, dann weißt du dementsprechend, ob du Körperschaft bist oder ob du natürliche juristische Person bist, müsstest du dementsprechend dort angeben. Wenn wir weiter runtergehen, musst du dementsprechend den Eigentümer angeben. Das machen wir jetzt. So, Anredeschlüssel habe ich bis heute nicht verstanden. Es gibt hier die Anrede Herrn, die mag der aber nicht, die nimmt er nicht. Der spuckt dann Fehler raus, deswegen lasse ich auch direkt weg. Frau gibt es sehr wohl, aber Herr gibt es nicht. So, einen Titel habe ich keinen. Geburtsdatum ist da. Vorname. Ich habe ja einiges gespeichert hier. So, ganz wichtig ist nochmal hier, die Straße und Hausnummer ist hier, wie gesagt, ich bin es immer gewohnt, oder man ist es irgendwie gewohnt, die Straße, Leerzeichen, Hausnummer ist in dem Fall im nächsten Feld einzutragen. Hausnummerzusatz kommt raus, Telefonnummer kommt natürlich weg. Postfach, ganz wichtig, leer lassen. Wenn man Postfach eingibt, dann muss die Adresse raus. Eins von beiden, sonst gibt es den Fehler. Postleitzahl Ort ist auch klar. Postleitzahl Ausland habe ich nicht, ist in Deutschland. Sonst auch ist entweder oder Feld, gebe ich dann einen Postleitzahl und Ort in Deutschland ein. Dann sollte man auf jeden Fall nicht ein ausländisches eingeben, andersrum genauso, gibt es auch eine Fehlermeldung. Wohnsitz, Betriebsstätten, Finanzamt ist dann das Finanzamt Essen. So, Steuernummer und die ID-Nummer. Land ist wieder Nordrhein-Westfalen, haben wir ausgewählt. Steuernummer, die muss ich nochmal suchen. Die Steuernummer habe ich jetzt aber das ist aus 16, aus einem Steuerbescheid einfach entnommen. Nur als Hinweis, falls du es auch suchst. Auch wieder hier total cool, ich gebe einfach die ersten drei Zahlen ein, er sagt direkt das Finanzamt. So, dann brauche ich noch die ID. Die ID steht auf dem Bogen drauf, auf dem Schreiben, was wir gekriegt haben. Auch hier wird wieder kopiert und eingefügt. Ah, der mag die Leerzeichen nicht dazwischen. Okay, dann machen wir das so. Auch hier, guck mal, total cool wieder. Der erkennt bei der Eingabe schon, dass Fehler vorliegen. Ja, bei mir fehlen noch drei. Ist er mit einverstanden? Sehr gut. Jetzt kommt die Frage zum Anteil an dem Betrieb von Land- und Forstwirtschaft. Wie gesagt, wir sprechen hier nur über Teileigentümer, also sprich Wohnungen, und daher haben wir damit nichts zu tun. Ah, guck mal, wir haben einen Fehler. Und zwar, ach, die Anrede. Jetzt möchte er doch eine haben. Ich möchte nicht angesprochen werden. So, fertig. Keine Anrede. Super, hat er jetzt soweit durch. Wir sind bei den Angaben zu den Eigentümern und Beteiligten. Punkt 4 sind wir fertig und gehen zur nächsten Seite, zu Seite 5. Das ist eine ziemlich einfache und kurze Geschichte, denke ich mal, die Grundsteuerbefreiung und Vergünstigung. Zum Hintergrund, es gibt Möglichkeiten, warum du dich von der Grundsteuer befreien oder vergünstigen lassen kannst. Das ist oft, wenn man so Immobilien hat in Gebieten, die überhaupt nicht vermietbar sind, dann kann man das auf jeden Fall beantragen. Es wird auf temporär oder auf Zeit halt auch gewährt, ist auch mit einem, ja, ist überschaubar der Aufwand. Man muss einen gewissen Nachweis erbringen, dass man das halt sich bemüht hatte. Und dann kriegt man eine Vergünstigung oder sogar eine Befreiung. Wenn du eine hast, dann kennst du das ja, dann willst du sie anklicken. Ich gehe davon aus, dass es üblicherweise nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben keine. So, hier auf der nächsten Seite, Punkt 6, gibt es noch die Möglichkeit, ergänzende Angaben zu machen. Ganz ehrlich, ich weiß, was man da für Angaben machen möchte. Also kann ich dir nicht genau sagen. Wenn man was mitteilen möchte, kann man hier sagen, ja, hier Ekel rein und hier kann man
das reintippen. Habe ich 999 Zeichen für Platz. Ja, was auch immer, beachtet nur, das wird auf jeden Fall zur Verzögerung bei der Bearbeitung führen, weil alles, was halt nur in den Formularfeldern ist, wird halt maschinell erfasst und alles, was natürlich gelesen, verstanden werden muss, muss natürlich ein Mensch machen. Das heißt also, dementsprechend wird es da ein Team geben, wahrscheinlich, die nichts anderes machen, außer diese ganzen Einwände oder Ergänzungen dazu zu erfassen. Wenn du einen Einwand oder eine ergänzende Angabe hast, dann gib die hier gerne an. Ich wüsste nicht was. Punkt 7. Wir hatten 8 Schritte, das ist der vorletzte Schritt, dementsprechend Empfangsvollmacht. In der Regel trägst du dann Steuerberater ein. Das ist aber auch hier überhaupt nicht sinnvoll, weil die Grundsteuer B, den kriegst du in der Regel zu dir nach Hause geschickt oder in deine Firma, je nachdem, entsprechend, wer der Eigentümer der Liegenschaft ist. Von daher habe ich hier auch nie eine Empfangsvollmacht für den Steuerberater. Das heißt, ich kann es überspringen. Sorry, warte, vielleicht war es zu schnell, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Falls du natürlich jemanden bevollmächtigen möchtest, einen Steuerberater, oder du lebst im Ausland, möchtest, dass vielleicht deine Kinder das haben oder wer auch immer, dann natürlich, klar, gehst hier durch, füllst halt alles aus, wie gehabt. Ne? Anrede, Telefonnummer, lass dich mal weg, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer und dann... Also wie in den Feldern davor, ich glaube, das wollen wir jetzt nicht wirklich groß besprechen oder vorführen oder ausführen. Das ist ein Thema, das fragt das Finanzamt immer, wer mitgewirkt hat bei der Anfertigung dieser Erklärung. Es ist ja so, dass eine steuerliche Beratung natürlich nur den steuerberatenden Berufen im Sinne des Paragraphen 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes nur erlaubt ist in Deutschland. Und auch nochmal Hinweis an dieser Stelle, ich möchte... darf, will nicht dich steuerlich beraten. Ich erkläre dir, wie du das die Felder ausfüllst. Eine steuerliche Erklärung erhältst du von mir in diesem Leben garantiert nicht. Es gibt nicht nur 3 Sachen, die ich auf Welt hasse, und das ist Steuern, Steuern und Steuern. Das heißt, du wirst von mir garantiert keine einzige Beratung dazu kriegen. Hier auf jeden Fall der Hinweis, also solltest du mit einem Steuerberater das zusammen machen, oder bist du Steuerberater, machst das für andere, dann weißt du es aber auch, da musst du es anklicken und musst dich dementsprechend dem Finanzamt gegenüber mitteilen, musst dann dementsprechend deine Bearbeitungsnummer, deine Mandantennummer eintragen, dass du dort mitgewirkt hast. Habe ich in dem Fall nicht? Und ich gehe dementsprechend auch weiter. So, und wir sind auch hier schon fertig. Wie du siehst, sind wir schon direkt auf den Anlage 2, auf die Anlage GW2, Anlage Grundstück gesprungen und sind damit der Anlage GW1 fertig. Das ist die halbe Miete. Wir sind am guten Weg. Wir haben die Registrierung hinter uns. Wir haben Anlage GW1 durch. Wenn jetzt nur GW2 durch ist, dann haben wir den ganzen Bescheid schon, oder wir haben den ganzen Prozess schon durch und können direkt alles übermitteln.